Hallo und herzlich willkommen am 27.08.2020. In 3 Tagen habe ich Geburtstag. Ich möchte hier einen kleinen Blog machen und heute ist nicht viel passiert, deswegen werde ich ein Österreich Corona Update dazu liefern. Ich war heute mit meinem Vater in der Arbeit für eine Stunde. Es war ganz interessant, das erste Mal zu sehen, wo er jetzt arbeitet. Das Gebäude ist viel moderner und aber es ist auch leicht zu verlaufen. Und die Kollegen sind ganz nett, aber mit mir haben sie nicht viel gesprochen. Ich glaube, da herrschen noch etwas Berührungsängste. Ich bin ziemlich müde, obwohl ich heute lange schlafen konnte. Aber irgendwie war der Tag doch ganz schön anstrengend. Es ist nicht viel passiert. Ich hatte nachmittags ziemlich Kopfschmerzen und bin dann eine Weile vom Computer gesessen. Oder besser gesagt, vom Computer gesessen. Bildschirm. Hab nichts gemacht, nur reingeguckt und dazwischen die Augen zu gehabt, weil ich so Kopfweh hatte. Mir geht's mittelmäßig. Ich merke, dass die Stimmungsschwankungen weniger werden, jetzt wo ich die 3-Monats-Spritze wieder bekommen habe. Es geht mir besser mit den Stimmungsschwankungen und auch generell etwas besser. Ich bin einfach noch sehr müde und das ist halt sehr anstrengend. Charlie hat in 2 Tagen Geburtstag. Der bekommt eine Knackwurst. Oder so. Mit 2, mein Hund. Und ich habe in 3 Tagen Geburtstag. Am 30. am Sonntag. Den 29. Geburtstag. Und den letzten 20er. Aber irgendwie langsam freue ich mich doch auf den Geburtstag, auch wenn ich mich sonst nicht so freue und auch wenn keine Geburtstagsfeier stattfindet. In dem Sinne zwar eine Familie schon, aber jetzt keine große. Jetzt langsam freue ich mich doch auf meinen Geburtstag. Und nächstes Jahr darf ich ja wieder feiern. Den 30er. Und das freue ich mich auch schon. Jetzt noch weniger als 4 Monate bis Weihnachten. Und ja. Ist halt so. Die Zeit vergeht immer schneller, wenn man älter wird. Jetzt zu meinen Corona-Nachrichten. 108 Leute sind verstorben in Niederösterreich bis jetzt. Das ist einer mehr seit den letzten 3 Wochen, einer mehr. Also, so alle 3 Wochen stirbt jemand an Corona in Niederösterreich. Intensiv betreut sind 5 in Niederösterreich. Das ist so wenig wie selten. Und knapp 3000 Erkrankte gibt es in ganz Österreich. Ein bisschen mehr als 3000. Wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke.
3100. 3050. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen. Wir sind noch aber nicht bei den 100.000 Testungen. Oder bei den 1000 Testungen am Tag. Oder bei den 10.000 Testungen am Tag. Weil die Zahl ist noch immer nicht weit gestiegen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Aktuell sind wir in Österreich bei der Corona-Ampel auf Orange, weil wir eben 3050 Corona-Fälle haben. Geschätzt circa. Also grob geschätzt, ich habe es mir nicht ausgerechnet, aber grob 3050. Und sonst sieht es relativ okay aus. Es gibt jetzt in Zwettl oder so einen Corona-Cluster. Da sind in einem kleinen Dorf 62 Menschen erkrankt, was für die Bevölkerungszahl des Dorfes extrem viel ist, aber da wurde genug nachvollzogen, wer wen angesteckt hat und so weiter. Und die Leute wurden in Quarantäne geschickt. Ich hoffe nur, dass sie sich daran halten. Ich glaube nicht Zwettl. Irgendwas anderes mit Z. Fällt mir gerade nicht ein. Habe ich heute im Radio gehört. Und auf Mallorca wird ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit eingeführt. Obwohl es ja mittlerweile Studien gibt, dass Raucher weniger intensiv betreute Patienten sind bei Corona. Was mich irgendwie wundert, weil gerade Raucher haben befallene Lungen und dass man da weniger Intensivbetreuungen hat, finde ich komisch. Aber das wurde ja schon bewiesen. Und jetzt wird das Rauchen auf Mallorca verboten und Strandbesuche nachts auch. Strand und Innenstadtbesuche. Abends und nachts. Weil die Zahlen auch steigen. Mehr weiß ich momentan leider nicht. Morgen kommt Sonja wieder. Am Mittwoch habe ich Verkehrstermin. Und in 2,5 Wochen bei Christoph wieder. Aber da habe ich vorher das Zähne ziehen. Am 10. September. Sonst gibt's nicht viel Neues. Das waren meine Updates und meine Corona News. Ciao. Macht's gut. Hab euch lieb, eure Ines.